Es war der erste Advent. Meine Enkelin, keine 3 Jahre alt, war unzufrieden. Sie schaute auf den Adventskranz und sah, eine Kerze brennt. Und sie kommentierte das nicht alle an. Die Botschaft war klar. Da fehlt noch etwas. Da ist noch etwas offen. Natürlich, meine Enkelin vermisste die übrigen Kerzen. Die sollten auch brennen. Sie wünschte sich schon am ersten Advent das volle Kerzenprogramm. In dieser kleinen Szene zeigt sich eigentlich, was Advent bedeutet. Da fehlt noch was. Da ist noch was offen. Mit dem Wirken Jesu hat Gott aller Welt gezeigt, etwas Neues kommt in Gang. Menschen lernen, einander zu lieben und Gott zu lieben. Kaputtgegangenes Leben wird heil. Und Menschen treten ein für Recht und Gerechtigkeit. Ein Anfang ist gemacht, aber da ist noch etwas offen. Dem Tod und seinen Helfershelfern wurde das Handwerk noch nicht gelegt. Gerade erst gestern haben wir das in Trier erlebt. Ein Mann steuert sein Auto in hohem Tempo durch die Fußgängerzone. Er reißt 5 Menschen in den Tod und verletzt mehr als 1 Dutzend Menschen, zum Teil sehr schwer. Von jetzt auf gleich wird Leben zerstört. Von jetzt auf gleich kommt unendliches Leid in das Leben der Familien der Opfer. Eines meiner Lieblings-Adventslieder ist »O Heiland, reiß die Himmel auf«, »Herab, herab vom Himmel auf«. Es wurde 1622 von Philipp Spee geschrieben, in einer Zeit, in der es Hexenprozesse und Hexenverbrennungen gab. Philipp Spee protestierte gegen dieses Unrecht und gegen dieses Unheil, das so menschenverachtend war. Und er schrieb dieses Lied. Ich habe das so verstanden. O Gott, misch dich endlich ein. Schaffe Recht, beende das Unrecht, misch dich endlich ein. Philipp Spee betet zu Gott, er möge sich einmischen. Und er hat sich selber eingemischt. Er hat laut protestiert gegen das Unrecht. Advent ist für mich nicht so sehr die Zeit des Wartens auf Weihnachten. Advent ist für mich eine Zeit des Wartens auf Gott. Da fehlt noch was. Da ist noch was offen. Oder anders gesagt, O Gott, misch dich ein, beende das Unheil, bringe Menschen auf den Weg zum Leben.